Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Mirage, wie wir letztes Mal aufgehört haben und uns jetzt hier mit Ali treffen werden. Ali, bist du bereit? Und wer bist du, dass du mir sagst, was ich zu tun habe? Es steht mehr auf dem Spiel als dein Stolz, Wasif. Wir wandeln auf einem schmalen Grat. Genug! Überleg dir, was du sagst, wenn wir uns wiedersehen, Statthalter! Ich lasse mich nicht zweimal beleidigen. Das sind Wasif und Bagdads Statthalter, Muhammad ibn Abdallah ibn Tahir. Er gab Wasif einen Befehl, der diesem nicht gefallen hat. Der Statthalter von Bagdad kann dem Heerführer keine Befehle erteilen. Außer, gehört er etwa auch zum Orden? Muhammad? Das glaube ich nicht. Er ist nicht nur Statthalter, er ist auch Dichter und Gelehrter. Ein geistreicher Mann. Ein möglicher Verbündeter, dachte ich. Tja, ich hoffe, du hast recht. Wasif allein ist schon schlimm genug. Ich muss nur einen Weg in die Garnison finden. Einer der Bediensteten ist mir treu ergeben. Du findest ihn beim Küchenhaus. Wenn er die rote Schärpe sieht, wird er dir helfen. Und was tust du? Ich suche Beshi und befreie dann andere Aufständische aus dem Kerker. Wasif überlasse ich dir. Kriegsfürst, du hüllst dich in die Farben des Kalifen, um nach Belieben entführen und töten zu können. Du bist die Geißel dieses Landes, dessen Erde ist rot vom Blut jener, die du abgeschlachtet hast, nur weil sie ihre Freiheit wollten. Oder du es befürchtet hast. Du hältst dich für unantastbar, umgeben von deinen Soldaten. Und doch werden wir die Garnison stürmen, Beshi befreien und deine Schreckensherrschaft beenden. Hüte al-Mariqwa, ein Mikra, das Oberhaupt des Ordens, das für die Hinrichtung der Aufständischen in Ashakia verantwortlich ist, wurde als Kriegsfürst Wasif Atoki entlarvt. Wasif ist die graue Eminenz, die hinter den Drohnen steht und nach Belieben Kalifen an die Macht bringen und beseitigen kann. Seinen mörderischen Feldzug führt er von großen Garnisonen aus, wo er nun Beshif, einen der Anführer des Aufstands, festhält. Die Sache ist einfach die, ich habe keine Wurfmesser mehr. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss ein... Okay. Beweg, um Nein zu gelangen. Diese Mauer kann man nicht erklimmen. Ich muss einen anderen Weg hineinfinden. Ich hab halt keine Wurfmesser mehr, ne? Das kotzt mich halt an. So sind die Mauern der Garnison doch völlig nutzlos. Ah. Lauschen. Hast du die Löcher in der Garnisonsmauer gesehen? Was bringt einem eine Mauer, wenn Löcher drin sind? Du meinst die Bauarbeiten? Da sind überall Wachen. Niemand kommt unbemerkt rein oder raus. Vielleicht gibt es an der nördlichen Mauer einen Weg hinein. Ich sehe es mir mal an. Bedienstete könnte sich beim Küchenhaus aufhalten. Geh weg! Wie sollen wir die Ratten aus der Küche fernhalten, wenn da nicht ein, sondern zwei Riesenlöcher in der Mauer Was? Sind? Immer noch kein Dings. Kein Wurfmesser.
Okay. Das könnte ein Weg hinein sein. Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Ja. Müsste der sein. Es gibt hier einen Bediensteten, der zu Ali hält. Er muss in der Nähe des Küchenhauses sein. Hier drüben. Bist du Alis Mann? Ich sah die rote Schärpe. Wir müssen uns sputen. Wasif ist im Innern der Garnison. Ich kann dich durch einen Nebeneingang bringen, aber man darf uns nicht zusammen sehen. Folge mir mit etwas Abstand und lass dich nicht entdecken. Verstanden. Sag Bescheid, wenn du soweit bist. Komm, gehen. Gut. Lass uns gehen. Ich gehe so wie immer, um keinen Verdacht zu erregen. Folge mir mit etwas Abstand und bleib in Deckung. Versuch im Schatten zu bleiben. Hast du die Schreie gehört? Das klingt fast nach Geistern. Man sagt, im Kerker soll es spuken. Da unten geht etwas vor, das nicht recht ist. Ich hörte das selber am Bett Dimashq. Du willst es gar nicht wissen. Ich hoffe, die Mauer wird bald repariert. Das hoffen wir beide. Dann wird auch der Wachgang kürzer. Bleib nah, Führer Wasif, da gibt es viel Deckung. Keine Nachlässigkeiten beim Wachgang. Geht die ganze Runde bis zur Baustelle. Wer beim Abkürzen erwischt wird, verliert einen Wochenlohn und reinigt einen Monat lang den Abort. Folge mir nicht so offensichtlich. Bleib in Deckung. Was? Poste den Tod! Fuck. Hey, was? Da! Ja. Mach mich tot! Ich rufe Hilfe! Oh, mach mich tot, komm. Bastard! Ich hab's verkackt. Das müssen wir nochmal machen. Du wirst bleiben! Sehr schön. Müssen wir halt nochmal machen, das haben wir verkackt. Müssen wir nochmal machen. Hätte halt gern ein Wurfmesser, ne? Ich habe kein einziges Wurfmesser mehr. Das ist Kaka. Ich scheiße. So. Heerführer Wasif ist zurück. Keine Nachlässigkeiten beim Wachgang. Geht die ganze Runde bis zur Baustelle. Verliert einen Wochenlohn und reinigt einen Monat lang den Abort. Ah. Ein Monat lang das Klo reinigen. Dein Schicksal ist besiegelt. Heute scheint alles ruhig zu sein, Sadiq. Ich bin nicht dein Sadiq. Kümmere dich um deinen Kram, und zwar schnell. Die Aufständischen werden sich in die Hose machen, wenn sie sehen, was der Heerführer für sie geplant hat. Bleib nah an der Wand, da gibt es viel Deckung. Ah, du musst nur loslaufen. Folge mir nicht so offensichtlich. Hey, du hängst da fest. So weit, so gut. Die Hälfte ist geschafft. Bleib versteckt. Wenn man dich sieht, kann ich dir nicht mehr helfen. Und du musst selbst einen Weg finden. Das sind die Unterkünfte. Wasifs Gemach befindet sich vermutlich weiter im Inneren. Ich nagle Teile von dir an jedes einzelne Stadttor. Gucken. Was?
So, hier runter. Komm. Endlich. Diese Tür führt dich zu Wasif. Ich muss wieder zurück. Jo, danke. So, ein bisschen Dings. Oh, zwei Wurfmesser, dankeschön. Mal hier noch irgendwas. Wasifs Gemach. Überraschend karg für einen Mann seines Rangs. Ich war noch ein Junge, als wir mich schnappten. Zum Schmied schnickten der Hund und brüttelte mich. Aber ich machte mich stark, so wie du es mir beigebracht hast. Sobald ich groß genug war, brach ich ihm mit meinen eigenen Händen das Genick. Ich drück zu ihm, bis er es knackt spürte. In diesem Moment war kein Zorn in seinen Augen bedacht. Das Einzige, was ich sah, bevor sie sich mit Blut füllten, Angst. So wäre er stolz auf mich. Du wärst stolz auf mich gewesen, Mama. Stehen. Augen geradeaus! Der Kriegsfürst nähert sich und er duldet keine Unordnung! Besser. Das Heft ist gut, das Gewicht auch. Der Griff ist noch etwas zu klein. Mal sehen, ob die Schneide auch besser ist. Wer gegen uns die Waffe erhebt, gehört nicht zu uns. Du hast die falsche Seite gewählt. Allah wird über mich richten, nicht du. Ach, Scheiße. Es bleibt zu viel kleben. Mach die Blutrinnen tiefer. Scheiße, Pesci. Erweisen wir dem Hund eine Gnade. Lösche die Wachen aus. Scheiße. Dame Beschi. Meine Fresse. Weiter so. Schlag mit Bedacht. Ach, fuck. Oh, scheiße, Beschi. Befreien wir die anderen. Dann kannst du deine Männer rausbringen. Und ich kümmere mich um Wasif. Rausbringen? Sei kein Narr. Das ist der perfekte Startpunkt. Wir werden hier alles vollständig niederreißen. Ach, shit. Das zum Kotzen. Der Aufseher hat den Schlüssel zu unseren Zellen. Vorsicht! Er ist gefährlicher, als er aussieht. Sei meine Augen, Enkidu. Ach, die haben so einen Dreckswichser da oben. Das ist zu gefährlich, Enkidu. Keine Ahnung, wie ich da hinkommen soll. Da ist der Aufseher.
Nun ist der Weg für Enkidu frei. Leite mich, Enkidu. Du musst ja auch sehr mit dem Schlüssel. Gleich verstummst du! Nein! Zack! Und zack! Der scheiß Aufseher gewesen. War der unter mir oder was? Ciao. Ciao. Hier ist keiner. Wo soll der sein? Das ist er, ne? Dir. Ciao. Au. Jetzt aber. Ciao. Der Hammer. Zellenschlüssel. Befreien wir die anderen. Scheint es seltsame Geräusche zu geben. Dann gibt es die mal nicht. Haltet einfach die Augen offen. Okay. So, dann befreien wir mal schnell die Dings. Die Aufständischen. Wo Ali kämpft. Gegen Leute. Ah, das war der Falsche. Ah, das war der Falsche. Ich schaff's doch nicht. Sie verarschen. Lange plagst du die Welt nicht mehr. Oh. Dein Kopf ziert bald mein Speer. Meine Fresse. Haben wir da nix hier? Wird unser Dank. Ali wird uns Rache üben lassen. Für Beshi. Deine Männer sind frei. Jetzt muss ich Wasif finden.
Direkt über uns ist ein Signalfeuer. Wird es entzündet, ruft es die ganze Garnison auf den Plan. Die Wachen kommen dann zu uns. Und ich finde einen Weg in sein Gemach, solange er allein ist. Gut, ich entzünde das Feuer. Denk an unsere Abmachung. Wie könnte ich die vergessen? Da oben muss ich hin. Ah, da geht's rein. Moment. Bisschen Stuff. Was haben wir denn hier? Ach, da geht's hoch. Okay. Gut zu wissen. Da geht's noch hoch. So. Dann entzünden wir mal das Feuer. Machen wir mal Feu, Feu. So. Boah, ich habe keine Zeit. Was sollen wir tun? Wir sind umzingelt. Sei still! Schreib mit, schnell! Der Ketzer Ali und seine Aufständischen greifen die Garnison an. Erbitten Verstärkung. Versiegle den Brief. Wird die Tür aufgebrochen, schlüpfe hindurch und bringe ihn zum Kalifen. Auf Leben und Tod. Ja, ja, Saidi. Selbst jetzt bleibt er gefasst und still. El Mardichwar, wie passend. Wie komme ich da hin? Ich muss da rüber, ne? Ah, shit. Ich weiß. Er war damit beschäftigt, seine Hose zu waschen. Ich schlag dich in zwei! Ah, ich habe einen Fehler gemacht. Aua! Ich komme nicht durch. Du wirst sterben, Futter! Ich komme wieder hoch. Komm hierher zurück!
Hinweg. Warum hat denn der jetzt abgesprungen? Oh fuck. Jemanden wie mich kannst du nicht besiegen. Oh, ich wollte dich eigentlich abschlachten. Aua. Ach komm, töt mich, bitte. Machen wir es nochmal ordentlich. Komm, töt mich. Danke. Machen wir nochmal ordentlich. Ich frag mich eh, warum ich jetzt runtergefallen bin. Mich jetzt angekotzt. Bin jetzt hoffentlich noch drinne. Ja, bin ich. Sehr gut. Was sollen wir tun? Wir sind umzingelt. Sei still! Schreib mit, schnell! Der Ketzer Ali und seine Aufständischen greifen die Garnison an. Erbitten Verstärkung. Versiegle den Brief. Wird die Tür aufgebrochen, schlüpfe hindurch und bringe ihn zum Kalifen. Auf Leben und Tod. Ja, ja, Saidi. Selbst jetzt bleibt er gefasst und still. El Mardichwar. Wie passend. Das war's für ne. Ciao. Eine Feder. Ist das nicht ironisch? Wurde sie einem Adler abgenommen, der vom Himmel fiel? Ein Symbol der Freiheit. Ein Wort, das du nicht oft benutztest und nie wieder benutzen wirst. Oh. Das ist also Freiheit. Und doch sehe ich keinen Ausweg. Wir müssen uns den Weg hinaus freikämpfen. Der Umschwung beginnt nun mit uns. Mir nach! Ob ja. Das so gut ist? Was ist denn? Allah, hör dir Kraft! Das Vergnügen lag ganz drauf. Warum kämpfen Sie noch? Der Führer ist bereits tot. Allah, kämpft mit uns! Das war's. Verschwinden wir von hier. Folgt mir! Bleibt zusammen! Verstehst du das unter Freiheit? Dir deinen Weg aus einer Garnison frei zu kämpfen. Nein. Ich bevorzuge nur ein ehrliches Attentat. Ich hoffe, du bildest deine Leute besser aus als der Heerführer. Kannst du es nicht sehen?
Kampf ist schon beinahe vorüber. Der Kampf ist groß. Nur. Ja, deiner ist auch weg. Komm, ich heb die mal hoch, Minion. Steh mal auf. Ich heb mal alle auf hier. Du stehst auf. Du stehst auf. Und du stehst auf. Oh, geschafft. Das war knapp. Mehr nicht knapp. Unvermeidlich. Mehr Wachen! Möge Allah. Oh, da kommen immer mehr. Du kämpfst voller Inbrunst. Womöglich spricht dich unsere Sache doch mehr an, als du zugibst. Scheiße. Nee, nicht so. Bin mehr Datentäter. Das war der letzte. Nehmen wir denselben Weg, auf dem wir reinkamen. Oh nein, Sadiki. Wir gehen durch das Haupttor. Zu mir! Nicht mehr lange. Der Sieg ist unser. Warum ist die Truhe? Ich will die Truhe noch haben. Wow. Ja, die Truhe will ich wenigstens noch, ne? Oh, Gott. Die lasse ich mir nicht entgehen, die Truhe. So, aber das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank und wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Ciao.